Und du bist sicher, dass man das essen kann? Ein Kokowas wird täglich. Vielleicht hätten wir nicht den Sekt nehmen sollen. Im Rezept steht Wein. Das nennt man kreative Freiheit. Hey, Geburtstagskind! Was ist denn der Kuchen? Was für ein Kuchen? Magdalenas Geburtstagskuchen? Du hattest eine verdammte Aufgabe! Das geht so nicht weiter, Henry. Ich suche mir eine Wohnung. Was? Ich gehe, weil ich will, dass wir noch eine zweite Chance haben. Und was ist mit der? Na, da gibt's diese Plastikbrüste, die habe ich dir rausgelegt. Was? Die musst du dir nur umschneiden und dann... Jetzt, wo Katharina auszieht, werde ich bei dir einziehen. Was? Nur für eine Weile, bis es wieder bergauf geht. Vergiss es. Wenn ihr beide zusammenlebt, dann hat sie wieder ein richtiges Zuhause. Weißt du, wer jetzt bei uns einzieht? Dein Papa. Echt? Wir brauchen noch eine Frau im Haus. Machst du jetzt etwa mit der ein eigenes Baby oder muss das wieder Henry machen? Weißt du, nur weil dein Papa jetzt eine neue Freundin hat, heißt das nicht, dass er dich nicht mehr lieb hat. Eltern lieben ihre Kinder bedingungslos. Sag mal, du hast doch, was soll denn das werden, wenn's fertig ist? Ich zieh die ein, schon vergessen. Hey, könnt ihr nicht ein bisschen leiser streiten? Hey, schon 10:30, warum ist Magdalena noch nicht in der Schule? Magdalena, zieh dich an, ich schmeiß dich dann an der Schule raus. Und was ist mit Frühstück? Ihr habt Pizza gegessen. Hallo Schatz, schön, dass du zu Hause bist. Ich weiß erst, Henry, gesunde Ernährung ist das A und O in Magdalenas Alter. Ich hab mich ums Essen gekümmert. Du hast Pizza bestellt. Kann man die nicht essen, oder was? Ich wollte, dass du Verantwortung übernimmst. Und verantwortungsvoll wie ich bin, habe ich ein Kindermädchen eingestellt. Henry hat gesagt, ich soll mich wie zu Hause fühlen. Lieb, oder? Ich habe mich ganz anders vorgestellt. Anders? Nee, irgendwie jünger. Siehst du dich eigentlich für Jungs? Magst du es eine Klasse über mir? Möchtest du meine Waffel haben? Von der Waffel wird man fett. Ich hab drei Worte für dich. Hau ab! Das sind zwei Worte. Papa! Du kleiner Klugscheißer! Hey, du bist so peinlich! Ich vermisse dich. Ich vermisse ihn auch. Sie sind doch Magdalenas Vater, oder? Ja. Hast du wirklich alles selber gemacht? Warum keine Happy Hands? Ich liebe Happy Hands. Ich weiß, wie man mit euch Jungs umgehen muss. Wenn wir zu nett zu euch sind, verarscht ihr uns nur. Und sie leben hier zu dritt? Zu viert. Tristan und ich, unsere Tochter Magdalena und der süße kleine Mann dazwischen ihren Beinen. Das hat er von dir. Ja.